Jeder Mensch, der ein Herz, auch jeder Mensch, der Verstand hat, wünscht sich, dass dieser Krieg endet, sobald wie irgend möglich, dass das große Leid, das er verursacht, endlich ein Ende haben möge. Und ich habe großes Verständnis für die vielen Menschen, die sich Sorgen machen, die verunsichert sind, dass dieser Krieg auch eskalieren könnte. Wofür mir jedes Verständnis fehlt, ist, wenn hier mit Russlandfahnen gemeinsam mit Rechtsaußen demonstriert wird. Da werden Bilder erzeugt, die nur einem nutzen, das ist Putin und seine Propaganda. Die zigtausende, hunderttausende Menschen, die sich am Freitag zum Jahrestag des Krieges überall im Land versammelt haben, die haben Putins verbrecherischen, neoimperialistischen Angriffskrieg gegen die Ukraine klar verurteilt, haben Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern hier bei uns im Land, die bei uns Schutz gesucht haben, gezeigt. Das ist das, was mir gefehlt hat, tatsächlich bei dem sogenannten Aufstand, die klare Benennung dessen, wer Aggressor ist in diesem Krieg und wer sich verteidigt.